also vor meinem Schritt nach Frankreich, keine längere Zeit in Frankreich verbracht, habe keinen Austausch gemacht. Ich habe auf dem Gymnasium einen Französisch-Leistungskurs gehabt und hatte immer sehr viel Spaß am Französisch lernen und war immer sehr interessiert an der französischen Kultur und deshalb wollte ich nach Frankreich gehen, um wirklich die Sprache besser zu lernen und das Land kennenzulernen. Natürlich das gleichzeitig auch mein Studium anzufangen. Also ich hatte, bevor ich nach Frankreich gegangen bin, das DELF B2-Diplom gemacht. Ja, ich kannte Campus France, weil meine damalige Leistungskurslehrerin in Französisch hatte mir Campus France empfohlen. Und dann bin ich hierher gefahren zu Campus France in Berlin und habe mich beraten lassen für ein Studium in Frankreich. Und dann wurde mir gesagt, dass ich mich bewerben kann auf Admission Post-Bac, was ich dann auch getan habe. Und dann habe ich den Studienplatz bekommen und auch bei der Immatrikulation in Frankreich hat mir Campus France geholfen und auch später bei der Praktikumsvereinbarung. Das französische Universitätssystem ist auf jeden Fall verschulischt. Also man muss sich darauf einstellen, dass vor allem im Bachelor, so in der Licence, es oft Anwesenheitspflicht gibt. Aber ich finde, es kann auch sehr vorteilhaft sein, weil man sozusagen dann immer am Ball bleibt und die Kurse oder die Module alle verfolgt. Und es kann auch sehr vorteilhaft sein, wie gesagt, weil man dadurch engeren Kontakt zu den Professoren herstellen kann und auch mal nachfragen kann. Also in Frankreich ist es so, dass es immer Travaux dirigés gibt und Cours magistraux. Travaux dirigés sind Übungseinheiten. Und Cours Magistraux sind die normalen Vorlesungen. Es gibt häufig für die Travaux dirigés Anwesenheitspflicht. Das heißt, es kann schon etwas verschulischt dadurch sein. Es ist aber auch sehr hilfreich, wenn man dadurch enger in den Kontakt mit den Professoren kommt und so Fragen stellen kann und diese Anwesenheitspflicht auch immer am Ball bleibt und immer die Übungen macht. Aber gleichzeitig kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass es für Leute, die jetzt so ein bisschen freizügiger sind, eher nicht so cool ist. Also es hat auf jeden Fall Vorteile, finde ich. Aber man muss sich darauf einstellen, dass es vielleicht etwas verschulischt sein kann. Also am Anfang war es natürlich sehr kompliziert. Genau, ich hatte halt alle meine Kursevorlesungen auf Französisch. Ich habe sozusagen sehr viel Energie aufgebracht und habe mich sehr viel angestrengt auf jeden Fall. Dadurch, dass meine ganzen Kommilitonen Franzosen waren oder hauptsächlich Franzosen, dass ich jeden Tag Französisch gesprochen habe, jeden Tag in der Vorlesung Französisch sozusagen gehört habe, hat sich mein Französisch dann halt peu à peu immer verbessert. Die Professoren und Professoren in Frankreich haben immer Verständnis dafür gezeigt, wenn jetzt irgendjemand Ausländer ist und waren auch sehr hilfsbereit und haben genau immer verstanden, wenn man jetzt irgendwie vielleicht irgendwie Sachen nicht sofort als erst verstanden hatte oder so, haben auf jeden Fall unterstützt. Das war auch sehr hilfreich. Da war es auch immer so, dass sie jetzt verstanden haben, dass wenn jemand Ausländer ist, jetzt nicht die orthografischen Fehler so sehr darauf geguckt haben, sondern eher sozusagen auf den Inhalt der wirtschaftlichen Aussagen, die man jetzt getroffen hat in den Klausuren. Und von daher war es jetzt, in den Punkt sind sie sehr entgegengekommen. Einfach, weil ich davor gehört habe, dass Bordeaux einfach eine super schöne Studentenstadt sein soll und sehr viel auch dort zu machen gibt und Kultur und vor allem, ja, da kommt der sehr bekannte Rotwein her und es einfach sehr viel Bordeaux zu bieten hat und dass die Universität auch in den Wirtschaftswissenschaften gut sein soll. Und jetzt für den Master bin ich nach Paris gegangen, hauptsächlich, weil die Universität, an der ich jetzt bin, also Paris Dauphine, ist eine sehr gute Universität und vor allem in meinem Fachbereich in Wirtschaftswissenschaften. Man sagt immer so, Bordeaux wäre das kleine Paris. Bordeaux hat die ganzen Vorzüge, die eine kleine Studentenstadt zu bieten hat. Ich hatte in meinem ersten Studienjahr 1000 Kommilitonen, glaube ich, in meinem Studiengang. Das heißt, ich habe so viele neue Leute kennengelernt oder wenn ich rausgegangen bin, habe ich irgendjemanden gesehen, den ich kannte. Und das natürlich hat man so ein Gefühl von irgendwie, ja, man kennt die Leute und es ist irgendwie sehr angenehm, wenn man abends weggeht, mal was trinkt oder dann trifft man immer irgendjemanden. Es ist halt auch immer ein bisschen was los, weil es in Bordeaux so viele Studenten gibt. Wenn man es irgendwie anonymer oder wenn man viel größere Städte mag, dann ist Paris super. Hat natürlich auch noch mal mehr zu bieten als Bordeaux. Man hat mehr Optionen und das ist ja aber auch sehr schön natürlich.
also meine Französischkenntnisse werden mir, glaube ich, sehr helfen und beeinflussen mich auch in der Hinsicht, weil ich später gern international arbeiten möchte, für eine internationale Organisation. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, für die EU zu arbeiten oder für eine andere internationale Organisation, für die Vereinten Nationen. Und genau da ist ja immer sehr viel auf Französisch und wird sehr viel auf Französisch gesprochen und vor allem im Dialog mit jetzt Frankreich ist ja genau in Europa mit unser wichtigstes Nachbarland und von daher öffnet mir das sehr viele Türen, die französische Sprache, und ich würde auch sehr gerne davon profitieren. Das sind, ich fühle mich so ein bisschen wie mein zweites Zuhause in Frankreich, einfach weil ich jetzt sagen 2 Jahre im Bachelor und jetzt werde ich 2 Jahre auch im Master in Frankreich verbracht haben, und von daher ist es auf jeden Fall eine Option, in Frankreich auch nach dem Studium zu bleiben. Genau, bin auch beigetreten und hoffe, dass es eventuell später mal hilfreich sein könnte. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall, dass man sozusagen den Schritt immer wagt, um dorthin zu gehen, weil es einfach eine super Erfahrung ist, egal jetzt in welcher Stadt oder wohin oder innerhalb welches Programms. Es ist einfach eine super Erfahrung. Es öffnet sehr viele Türen später fürs Berufsleben und man kann eigentlich nur sehr viel mitnehmen aus der Erfahrung. Am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen schwer vielleicht mit der Sprache und weil man nicht alles versteht und weil man irgendwie so bürokratische Hürden hat und weil es vielleicht ein bisschen nervig ist und so, aber ja, auf jeden Fall immer sozusagen nicht den Kopf hängen lassen, sondern einfach die ganzen Hürden nehmen und dann die Zeit genießen.